Aha, so was Schwarzes hatte ich noch nicht. Was? So, und da war für mich einfach alle Klischees gleichzeitig erfüllt. Und so wirklich, wie bitte, ich war absolut perplex. Und irgendwie hat er dann versucht, das ein bisschen wegzulächeln und meinte so, naja, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt ein Gretchen brauche oder sonst irgendwas und du stehst jetzt vor mir, ich müsste ja für alle meine Stücke nicht weiß malen. Dann ist für mich einfacher, ich mach's schwarz, das verstehst du doch. Aber für was anderes wärst du gut genug. Und so bin ich in Rente gegangen quasi. Es gibt ein tolles Zitat, you can't be what you can't see. Also übersetzt, du kannst nicht das sein, was du nicht siehst. Und ich finde, genau deswegen ist Repräsentation so wichtig. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Kaizumi, 19, und bin in Pankow geboren und aufgewachsen, also Prenzlauer Berg. 2011 habe ich mit meiner Mutter zusammen Freunde in London besucht. Und ich habe um mich herum überall verschiedene Menschen gesehen, mit und ohne Familien. Und ich glaube, letztendlich hat es niemanden wirklich interessiert, dass ich dort eingestiegen bin und mich hingesetzt habe. Und in Berlin hatte ich immer das Gefühl, dass ich so als afrodeutsches oder schwarzes junges Mädchen wahrgenommen werde. Und dort war ich aber eigentlich einfach nur Fahrgast. Und das war ein unglaublich schönes Gefühl, einfach mal mit der Masse mitzuschwimmen und nicht aufzufallen. Und ich habe mich irgendwie Teil einer Gesellschaft gefühlt, die gemischt und vielfältig und nicht einfarbig im wahrsten Sinne des Wortes war, obwohl ich da eigentlich nur Touristin und nicht mal wirklich Bewohnerin war. In Situationen, wo Zivilcourage eigentlich am meisten gebraucht wird, sind diese Personen dann leider sehr oft sehr still. Es geht nicht darum, irgendwie mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern einfach, dass man bei sich selber anfängt und überlegt, was kann ich in meinem Umfeld machen. Ich finde, es muss viel mehr passieren, auch in Bezirken wie in Pankow, weil die Communities sind da. Viele denken ja immer, dass bikulturelle Menschen oder Familien nur in Neukölln, Kreuzberg oder im Wedding wohnen, aber das stimmt nicht. Wenn man wirklich hinschaut, die sind da. Und das Angebot und auch die Priorisierung für die gewissen Themen fehlen manchmal einfach. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Diversity Talks Pankow. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich glaube, es kommen noch ein paar Leute. Mein Name ist Ulrike Dürrecker, ich bin die Veranstalterin dieses Events und leite den Verein Total Plural. Die heutige Veranstaltung liegt mir sehr am Herzen. Ich habe fast 2 Jahre dafür gekämpft. Ich habe Partner gesucht, Geld gesucht und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier sitzen. Das Ziel ist, dass wir empathisch sind und dass wir zuhören und dass wir hoffentlich differenzieren. Es geht heute vor allem um das gegenseitige Zuhören und um das Raumgeben. Heute soll in einem diskriminierungssensiblen Rahmen gemeinsam eine gute Atmosphäre herrschen und ein sicherer Raum kreiert werden, sodass Dinge offen angesprochen werden können. Auf der Website von unserem Verein Total Plural steht: Wir finden Einigung spannender als Teilung. Und das möchte ich heute auch gerne als Credo für diese Veranstaltung nutzen. Ich wünsche uns allen heute einen konstruktiven, sensiblen und aufmerksamen Austausch, der hoffentlich zur Einigung führt. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Herzlichen Dank. Nach vorne und zurück. Ne? Es ist auch nicht nur nach vorne oder nur zurück, sondern es waren Fragen, die sowohl vor als auch zurück. Ja. Wenn Ihre Familie eine Haushaltshilfe beschäftigt, treten Sie einen Schritt vor. Also wenn es aktuell noch tut oder wenn Sie es mal getan haben. Beides. So treten Sie zurück.
Wenn sie je Opfer von Gewalt geworden sind, wegen ihrer Nationalität, sozialen Schicht, äußerlichen Merkmalen, ihres Geschlechts oder sexuellen Orientierung, treten sie zurück. Auch verbal. Das war die letzte Frage. Keiner ist zu mir gekommen. Ja. Vielen Dank. Antiziganismus ist ein in Analogie zu Antisemitismus gebildeter Fachbegriff, der eine spezielle Form des Rassismus beschreibt. Er bezeichnet die von Stereotypen, Abneigungen und oder Feindschaft geprägten Einstellungskontexte gegenüber Roma, Sinti, Fahrenden, jenischen und anderen Personen oder nationaler Herkunft als verdächtig eingeschätzt wird, um nicht anhand von konkreten Vertragsmomenten gegenüber zu haben. Dies zu leugnen heißt, jene rassistischen Hierarchien vorzuschreiben, die sie überholen annehmen. Und dann sieht es, ist Auto plus Familie durch die Entfernung zum Zielort mal Sehnsucht plus Raststätten mal Gepäck durch die Anzahl der Grenzübergänge. Und dann könnten wir nämlich zu unserer Diskussionsrunde kommen. Würde ich sagen, kurze Pause, ja? Wir sind eigentlich alle, die wir hier sitzen, aus Pankow, also beziehungsweise kennen wir uns mit Pankow aus, vielleicht erstmal so. Wissen wir, was Pankow ist? Ich denke, es ist toll, ne? Ich sage Pankow, das war wer, das ist sie. Aber das ist Spiegel, das Ganze, die ganze Welt. Du bist nicht groß, du bist nicht blond. Auch nicht blauäugig und du kannst aber trotzdem Deutsch. Irgendwas passt da nicht. Und dann ist es egal, worum es geht. Ich diskutiere erstmal mit den Leuten wirklich eine lange Zeit, warum das so ist. Und die fragen dann immer wieder, aber warum denn? Und du erzählst ihnen tausendmal, das ist so, wenn der Papa da herkommt und Mama da. Ja, machen wir was mit Diversität. So, da gibt es ein bisschen Gelder. So ist auch mit dem Jazz. Machen wir ein bisschen Jazz, weil die anderen Länder machen ja auch Jazz, als Jazz, ja, oder Impro, oder? Aber die haben das nicht verinnerlicht, der ist immer noch auf Dixieland. Ich habe nichts gegen Dixieland. It's getting weirder. And yeah, this is the racism that I experienced from, like, upside down, because, like racism also includes, like, very visual aspect, depending on your skin color, hair color, or whatever. Germans have like strong Turkish people image in their mind, and I definitely don't fit in that. Then, yeah, they can be like super racist, but they just like freeze when I say I'm Turkish. They realize actually I'm also like brown, I would say, or people of color. Und dann sage ich, wieso? Was ist passiert? Und hat er mir gesagt, weil er schwarz ist. Und ich fand das extrem absurd. Ich bin in den Kindergarten gegangen und habe gesagt, was ist hier los? Wie kann mein Sohn mir das gesagt haben? Ich glaube, er muss eine Weiterbildung machen und er muss jetzt hier in den Kindergarten was tun. Und da haben sie mir gesagt, ja, ja, wir machen es schon. Wir haben gerade eine Weiterbildung gehabt. Und alle sind haben die verharmlost. Es ist normal, Kinder suchen immer einen Grund, um zu sagen, dass sie jetzt mit jemandem nicht mehr spielen. Das hat mich damals extrem schockiert und bis heute. Und wie kann es sein, dass das die Folge ist und nicht sofort versuche, was zu unternehmen? Ich wiederhole, man muss mit den Kleinen anfangen. In
Man muss bitte den Kleinen fangen. Aber bei Kindern, das sagen uns auch viele aus der Pädagogik, man erreicht da viel mehr, weil die haben diese wunderbare Offenheit. Dann machen die auch so Fehler, wie in deinem Beispiel, klang gar nicht so böse gemeint von dem Jungen, sage ich jetzt. Also kann man darüber diskutieren, aber der hat was gesehen, er hat was mal gehört. Und, no, und dann, da ich denke, das gab mir eine Chance, um sichtbar zu werden. Weißt du, Platz wie diese dazu gehen, auch wenn die Zeit nicht da ist, und die Kinder dazu bringen, in die Schule zu sagen, in den Philharmonie zu gehen, in den Nationalballett zu bringen, weißt du, da, man muss in der Basis arbeiten, weil es so wie wunderschöne Vögel, ein bisschen da, ein bisschen da. Und ich dachte, du hast mir jetzt angeboten, dass wir hier ein Team sind.